Die FAZ war ja mal ein konservatives Blatt. Jetzt darf heute der Anton Hofreiter zusammen mit dem Norbert Röttgen, beide sind ja Brüder im Waffen, Waffenbrüder sozusagen, nicht da, die dürfen den Kanzler kritisieren, weil er zu wenig Waffen liefert. Olaf Scholz ist zu vorsichtig, er will diese Eskalation nicht, er will diesen Weltkrieg nicht riskieren. Anton Hofreiter und Norbert Röttgen sind entsetzt und sie tun dies kund in der FAZ.